Hi, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend auf meinem Kanal. So, heute ist ja noch Ostern. Ich mache heute ein kleines Oster-Livestream. Denk mal so 20 Uhr sollte funktionieren. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich war wie gesagt nicht zu Hause. War einfach mal beim Tier, was nicht so gut ging oder geht. Und fahre da morgen auch wieder hin nach der Arbeit. Besuche das Tier. Werde gucken, wie es ihm geht. Werde mich für die Leute da einsetzen. Die haben es auch gerade nicht leicht. Wie selbst wisst ja, Corona und Tierärzte und so haben offen zwar, aber ja, Besuch eigentlich eher weniger. Und dass ich da bei der Tierpension hin darf, ist echt sehr erstaunlich. Mit der Tierpension arbeite ich schon längere Zeit zusammen und habe dann auch gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, ruft an, macht, dass ich vorbeikommen kann und helfen kann. Und das war jetzt der Fall. Bin hingefahren, habe gesehen, was mit dem Tier los ist. Habe dann sofort den Tierarzt angerufen, habe gefragt, wie sieht's aus, können wir vorbeikommen und so. Ja, durfte vorbeikommen mit dem Tier. Hat mir auch sehr gut geholfen, einfach mal ein bisschen rauszukommen. Und habe dann mit dem Tier halt wirklich viel zu tun gehabt. Geht nur ein Hund. Hatte, wie gesagt, zwei kleine OPs hinter sich jetzt. Ich hoffe, dass es ihm demnächst besser geht und er wieder viel, viel Spaß haben kann in seinem Leben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns heute um 20 Uhr. Wer Lust und Laune hat, kommt bitte im Chat. Also wie gesagt, ich arbeite auch privat ziemlich viel, gerade über Ostern. War so ein kleines Erlebnis für mich, wo ich dann gesagt habe, so okay, habe ich Spaß wieder gehabt, habe für ein Tier oder für mehrere Tiere Futter zusammenstellen können und auch Katzen, auch. Es gab eine Katze, das war sehr außergewöhnlich, dass sie sogar rot Ei gefressen hat, weil ich kenne Katzen eigentlich, die keine Eier essen oder so. Und ja, sie wollte unbedingt rot Ei haben. Die durfte auch da im Personalabteil rumlaufen. Und wir haben auch wirklich den Sicherheitsabstand gehalten. Also das ist da kein Problem. Also wir haben zwischendurch auch 3 Meter geschafft, Abstand zu halten, aber wie gesagt, wenn man mal füttern ist, war Minimum 1,50. Haben wir auch hingekriegt und ja, also ich achte sehr auf Sicherheit und ja, wie gesagt, ich bin halt demnächst, also morgen wieder da. Wenn alles klappt und Corona-Zeit vorbei ist, kann ich auch da ein Video drehen. Da habe ich dann noch ein Kameramann-Team mal bei, mit dem ich schon gesprochen habe. Und ja, so läuft es bei mir im Moment ab. Wenig Zeit, wenn ich jetzt die 5 Tage, glaube ich, sind das, die ich Frühdienst habe, abgeschlossen habe, sitze ich 5 Tage zu Hause. Eigentlich, sage ich euch gleich, bin ich nicht. Es wird weiterhin Livestreams kommen. Wie ich das als alles unter einen Hut bringe, von meinem Urlaub bis zu meinem Urlaub, weiß ich noch nicht, weil wie gesagt, im Urlaub darf ich ja auch nicht wegfahren, außer vielleicht mal zelten. Das heißt, wenn ich dann selten bin, werde ich natürlich nicht meinen Standort geben. Aber ich werde euch dann zeigen, dass ich ja, da zelte und so. Privat, ich habe schon mit dem Förster alles abgesprochen. Sollte die Warnpreisstufe sehr hoch weiterhin bleiben, funktioniert das nämlich nicht. Dann habe ich aber eine Außenbereichsmöglichkeit, wo ich noch campen kann. Also wo ich dann zelten kann. Habe ich alles schon abgesprochen und ja, also wie gesagt, ich bin eigentlich sehr gerne in der Natur unterwegs und alle, die mich kennen, also meine Privatleute, die mich kennen, wissen das auch. Und ich brauche das einfach mal zwischendurch und für mich einfach mal runterzukommen, abzuschalten, einfach im Wald spazieren gehen oder einfach mal im Wald nur sitzen und einfach mal Handy aus haben, kein Internet und ja, also wie gesagt, wir hören uns dann im Livestream heute um 20 Uhr. Ich weiß nicht, wie oft ich das wiederholt habe, ist auch egal. Bis dann, meine Lieben.